Betagte Menschen im Pflegeheim sind oft müde, krank und zur Bewegungslosigkeit gezwungen. Eine Möglichkeit, wieder Freude am Leben und an Aktivitäten zu bekommen, ist ein spezielles Trainingsprogramm, das sich der Grazer Künstler und Zen-Mönch Franz Blauensteiner gemeinsam mit einer Kollegin überlegt hat. Yoga als Möglichkeit, Seele und Körper positiv zu beeinflussen. Er ist überzeugt, dass Altersdepressionen und Ängste dadurch gemildert werden können. Bewusst gesund hat Franz Blauensteiner bei seiner Arbeit mit alten, pflegebedürftigen Menschen begleitet. Berührung, das ist der Anfang. Berührung über die Hände, über ein Lächeln, ein Wort. Begegnung, das ist der Weg. Begegnung über Respekt und Achtsamkeit, über das Erkennen der Möglichkeiten und Grenzen von Menschen, die bereit sind, Neues anzunehmen. Motivation, das ist das Ziel. Motivation, die alten Menschen aus der Erstarrung zu lösen und Lebensräume zu öffnen, die Würde schaffen. Grüß Gott, Frau Röstler. Gehen wir zum Yoga? Gehen Sie mit mir? Ja. Anna Borowczyk und Theresia Rössler sind Schwestern. Die eine 89, die andere 90 Jahre alt. Seit einigen Jahren wohnen sie im Seniorenzentrum Vohnsdorf, wo es einmal pro Woche Yogastunden gibt. Immer am Freitag. Für sie und ihre Mitbewohner ist es ein ganz besonderer Tag. Ein Tag der Freude. Und gut durchatmen. Franz Blauensteiner ist Theatermann und Zen-Mönch. Aus seinem reichhaltigen Repertoire hat er ein Yoga-Trainingsprogramm auf die Bedürfnisse alter Menschen zugeschnitten, egal wie alt oder bedürftig sie sind. Es ist das Aufbrechen der Isolation aufgrund eines Lebens, aufgrund von Verfall, von Abbau, Abnützung, sozialer Isolierung, liegt der Mensch im Stuhl hingeworfen und kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass er eigentlich noch Optionen hat, dass er noch über Mobilität verfügt. Wie ein Baum im Wind. Wir holen die Menschen aus der Stagnation, sagt er, richten sie aus der gebrochenen Haltung auf. Dazu braucht es Einfühlungsvermögen und eine bildhafte Sprache. Die einzelnen Körperabschnitte aufzulockern wie ein Gärtner feste Erde. Oder schwingen wie frischer grüner Bambus auf einer weiten Ebene. Das ist ein Aspekt, wie man sozusagen verbal diese Übungen führt. Konkret, fassbar, verständlich werden spielerisch alle Körperabschnitte bewegt, aufgerichtet, losgelassen und immer wieder der Atem berührt. Gut durchatmen. Jede Übung endet mit Handauflegen auf dem Bauch oder dem Brustraum. Das stärkt Konzentration und Achtsamkeit. Die Menschen erfahren, dass sie Bewegungs- und Atemräume besitzen, die sie längst vergessen haben. Wenn die Menschen kommen und wenn sie sich nur aus der Haltung schon mal aufrichten, dann richten sie den Körper auf, damit die Wechselwirkung zwischen Atem und Haltung, dann werden die Räume größer, wieder frei, dann bekommen die Menschen wieder Luft, in der Folge wissen sie, ja, hier gibt es einen Bereich, dann gibt es wieder Zentren, Ansammlung von Nervengeflechten, Lymphen und wie immer man das nennt, da entstehen Selbstheilungskräfte. Hundertprozentig. Gut, Herr Gosch! Manche Bewohner wie Albert Gosch können sich selbst kaum noch bewegen. Reska Kanzian hilft bei den Übungen, vor allem durch Berührung. Diese Menschen erreicht man meiner Meinung nach mit Körperkontakt. Frau Passiger ist körperlich sehr schwach. Sie spürt mich einfach. Und wenn ich nur ganz leicht ihre Hände fasse, dann motiviert sie das und sie bekommt ein bisschen Kraft. Und sie kann das dann weiterführen. Es geht um Mitgefühl. Das heißt, ich lebe, ich schwinge mit dem anderen mit. Aber suche mit ihm das Positive daraus sozusagen zu erfassen und zu entwickeln. Das Leben im Seniorenheim hat sich verändert. Die Menschen haben sich verändert. Die Erfahrung der eigenen Mobilität nimmt viel Angst. Es macht die Zusammenarbeit leichter. Das Verständnis ist dadurch gestiegen. Und die Leute werden kooperativer. Damit meine ich, dass sie aktiv mithelfen wollen. Auch bei jenen Dingen, die sie alleine nicht mehr schaffen würden.
Ferdinand Werfinger ist müde geworden und will sich im Zimmer ausruhen. René Radlingmeier, der freundliche Pfleger, begleitet erst ihn und dann die beiden Schwestern, die noch ein wenig Luft in die Atemräume tanken wollen. Es ist eine Versöhnung mit dem Leben, sagt Franz Blauensteiner. Man gibt und man bekommt zurück, ergänzt Reska Kanzian. Die Vergänglichkeit anzuerkennen und trotzdem zu leben, darum geht es. Und um das Spüren der Freude, die diese alten Menschen in der Begegnung mit sich selbst immer wieder neu erleben.